Was wir heute machen wollen ist, der Text von Georgos Kallis haben Sie ja hoffentlich gelesen oder mal reingeschaut. Das sind so vier kurze Kapitel, die er in so einer Online-Version von kleinen Aufsätzen publiziert hat. Ich möchte Sie ganz kurz in die Degrowth-Perspektive, Postwachstum, Entwachsen, gibt es viele Begriffe, einführen. Und das wollen wir heute resonant machen mit dem Begriff des radikalen Reformismus, mit dem Christoph Görg und ich arbeiten. Wir haben ein Manuskript rumgeschickt, an dem wir gerade selber sitzen und versuchen da ein bisschen was zu erhellen. Degrowth auch deshalb, also wir halten es für eine wichtige, relevante Perspektive, und manche sind ja, werden ja auch aktiv beteiligt sein. Über Pfingsten gibt es hier in Wien die Degrowth-Konferenz, auch bei uns an der Universität. Ich habe nochmal den Website aufgeschrieben, sind sehr herzlich eingeladen, oder wer sich sogar in den Vorbereitungsprozess einbringen will, es ist wirklich ganz großartig, dann machen Sie da gerne mit. Also was ich machen möchte in, ich hoffe, 20 Minuten, ein bisschen vor dem Hintergrund des Kallis-Textes, aber auch darüber hinaus, ich selber war ja, manche wissen das, 2011 bis 2013 einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, so einer Expertin-Kommission zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Und da habe ich vor allem den zweiten Punkt rausgenommen, nämlich die Position zum Postwachstum. Habe mal in der Prokla auch einen Aufsatz geschrieben, finden Sie ganz schnell recherchiert. Einfach ein bisschen kontextualisieren, weil, das wäre meine These, Degrowth nicht gleich Postwachstum ist. Der Postwachstumsdiskurs ist weiter als diese Perspektive von Degrowth. Das ist eine Folie, kriegen Sie ein bisschen Eindruck von der Breite der Debatte. Ich fange an mit Kallis, warum ist das wichtig, haben Sie gesehen. Dann ganz kurz zur jüngeren Geschichte des Degrowth-Begriffs, weil es interessante Parallelen gibt zum radikalen Reformismus-Begriff, finde ich, auch Unterschiede, aber auch Parallelen, nämlich der zeithistorische Kontext, 70er Jahre. Dann ein paar Kernelemente von Degrowth, da ist der Kallis-Text viel komplexer, ich deute das nur an. Und drei Fragen, die dann die Brücke sind zum radikalen Reformismus, da wird Christoph Görg einführen und dann haben wir heute auch Zeit, das zu diskutieren. Die ganz prickelnde Frage natürlich ist immer wieder, wie radikal, wie weitgehend sollen Veränderungen sein? Das ist ja eine Fragestellung, die sich in beiden Ansätzen stellt. Also, es gibt zwei Fluchtpunkte der Kritik. Es ist nicht nur die ökologische Kritik, aber auch die ökologische Kritik, das ist ja bei Kallis relativ deutlich, diese Produktions- und Lebensweise, die viel Wohlstand erzeugt hat, materiellen Wohlstand, Stichwort große Beschleunigung, Great Acceleration in verschiedenen Vorträgen dieses Semesters, aber diese Produktions- und Lebensweise, die kapitalistische Produktions- und Lebensweise erzeugt zunehmend Probleme und die dominante Antwort, die ökonomische Antwort, nämlich mehr Effizienz, technologische Innovationen reichen nicht aus und auch die Internalisierung des Marktes von Externalitäten, ein Begriff der Neoklassik, auch das reicht nicht aus. Ich könnte jetzt noch vieles anführen, aber wir haben ja das ganze Semester auch gemacht. Das könnte man sagen, das ist die ökologische Kritik von Degrowth. Aber die andere ist eine soziale Kritik und das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur eine ökologische Kritik, dass nämlich vor allem unter neoliberalen Bedingungen und auch in der Krisenbearbeitung seit 2008, seitdem wird ja der Diskurs wieder wichtiger, das ist ja auch das Kallis-Argument, gibt es etwas, das ist jetzt nicht von Kallis der Begriff, es gibt ein gerissenes Band von Wachstum und Wohlstand. Also das ökonomische Wachstum, was ja im Fordismus über starke Gewerkschaften, über Umverteilungsmechanismen, über Sozialstaatlichkeit durchaus auch bei breiten Bevölkerungsschichten zu mehr materiellem Wohlstand geführt hat, das ist so das Argument von Degrowth nicht mehr der Fall. Also die Verteilungsfragen werden zunehmend separiert von materiellem Wachstum. Sie kennen Begriffe wie Jobless Growth, also es gibt Wirtschaftswachstum, aber es heißt nicht mehr unbedingt mehr Arbeit, wo das in sehr Ländern sehr unterschiedlich ist. In Österreich und Deutschland ist es ja durchaus auch noch, gibt es noch Verbindungen. Die Frage der Entgrenzung der Arbeit, der Druck auf Erwerbsarbeit, Verunsicherheitlichung von Arbeit und anderen. Die Frage von Produktivismus, Konsumismus, das ist sozusagen wird immer wichtiger und da sagt die Degrowth-Perspektive, die Produktion um der Produktionswillen findet nicht statt oder, das haben Sie in den Teilen zu Marx natürlich mitbekommen, die Tauschwertorientierung, also dass eben aus eingesetztem Kapital mehr Kapital gemacht werden muss, Profit gemacht werden muss, das ist die Logik und diese Logik ist sozial spaltend, sie schafft für viele, für Lohnabhängige nicht mehr unbedingt bessere Lebensverhältnisse und anderes. Ne? Die internationale Perspektive ist erstmal draußen. Und dann die berühmte Studie, auch ungefähr in der Folge der Wirtschaftskrise, ein bisschen später entstanden von Pickett und Wilkinson, haben Sie vielleicht gehört, Gleichheit ist Glück, die zeigen, ab einem bestimmten Plafond von materiellem Wohlstand
gibt es gar nicht mehr Glück. Glück ist natürlich ein sehr subjektiver Begriff, aber sie zeigen in vielen Umfragen, dass es so eine Art Grundausstattung gibt von materieller Absicherung, aber darüber hinaus ist es nicht unbedingt, nimmt es nicht unbedingt zu. Vielleicht noch ganz kurz als Werbung. Manche kennen das Buch oben rechts, Radikale Alternativen, das ich mit Alberto Acosta veröffentlicht habe. Da gehen wir nochmal auf so Degrowth-Perspektiven und lateinamerikanische Perspektiven genauer ein. Aber ich habe es ja vor 2 Wochen auch in dem Vortrag gesagt. Also ganz kurz, das war der Ausgangspunkt, ökologische Kritik, ökonomisch-soziale Kritik. Und das Argument, Barbara Muraca, finde ich, hat das am besten auf den Punkt gebracht, während im Fordismus die Wachstumsdynamik stabilisierend war, also dynamische Stabilisierung, wie Hartmut Rosa in Jena und andere sagen, wird das in den letzten Jahren unter Bedingungen von Postfordismus, von Finanzmarktkapitalismus und anderem zur Destabilisierung. Also die Orientierung an Wachstum war lange Zeit durchaus stabilisierend und wird jetzt zum Destabilisator und zum Generator von Ungleichheit. Das ist bei den Finanzmärkten relativ deutlich, Wirtschaftskrise 2007, 2008, aber eben auch in anderen Bereichen, denkt man an Ressourcen, an die Ressourcenvernutzung, die Konflikte erzeugt und anderes. Zweiter kurzer Gedanke, oder zweites, das ist jetzt jenseits von Kallis, nochmal die Facetten der Postwachstumsdebatte. Und aus meiner Sicht ist eben die Degrowth-Diskussion die radikalste, die emanzipatorische Position, aber aus meiner Sicht ist die Diskussion viel breiter. Postwachstum heißt auch teilweise im gewerkschaftlichen Bereich, im Grünen, also parteipolitisch der Grünen, Linkspartei in Deutschland und anderen, die enge Orientierung an BIP, an materiellem Wachstum, durchaus in Frage zu stellen und unter dem Stichwort von qualitativem Wachstum durchaus auch andere Aspekte in den Blick zu nehmen. Wir hatten es heute ganz kurz im FOP, einige sind ja also im Forschungspraktikum. Die Arbeiterkammer in Österreich erstellt ja seit einigen Jahren einen Wohlstandsbericht und versucht, die enge Gleichsetzung von materiellem Wachstum, also BIP-Wachstum und Wohlstandswachstum, in Frage zu stellen. Das sind keynesianische Ökonomen, die das machen, aber gleichzeitig haben sie ein bestimmtes Verständnis von qualitativem Wachstum. Also es wäre keine Degrowth-Perspektive, raus aus den Wachstumszwängen, sondern die Wachstumszwänge nicht so stark in den Mittelpunkt stehen, sondern eher die qualitativen Aspekte. Das wäre so im Stieglitz, Joseph Stieglitz, Amita Sen, Nobelpreisträger, die haben auch eine wichtige Studie gemacht, keynesianische Position, und auch die Debatte um grüne Ökonomie geht in Richtung qualitatives Wachstum. Und dann gibt es grundlegendere Kritiken, und auch die ist nicht per se kritisch emanzipatorisch links, sondern auch konservativ. Ein Kollege in der erwähnten Enquete-Kommission, Meinhard Niegel, CDU, aber ja, also ein Intellektueller, wenn man so ein konservativer Intellektueller, der sagt, naja, es gibt halt weniger Wachstum. Ja, der säkulare Trend ist, dass es eben in den frühindustrialisierten Ländern, wie das nennt, also in den Industrieländern, heute nicht mehr 5 oder 6% Wachstum gibt, weil ja der Stock, also die Größe der Ökonomie, ja enorm ist. Da sind ja schon 2% relativ viel. Das ist heute Erfahrung. Und er sagt, aber es geht nicht, und vor allem im globalen Süden kann nicht gewachsen werden aus ökologischen Gründen, also muss der Gürtel enger geschnallt werden. Also Miegel, eine konservative Position, die sagt, aus ökologischen Gründen kann nicht weiter gewachsen werden. In Klammern, man sagt da gar nicht so explizit, vor allem im globalen Süden, weil jetzt reicht es. Hier ist der Wohlstand geschaffen, da geht es nicht weiter, aber die Chinesen, also sagt er natürlich so nicht, können jetzt nicht auch noch das Gleiche machen, weil dann ist der Planet ruiniert. Auch die extreme Rechte, die Nouvelle Droite in Frankreich, Alain de Benoist, vor 20 Jahren, Ende der 90er, Anfang 2000, hatten eigentlich ein Degrowth-Argument gebracht. Ja, auch in Frankreich, wo ja auch, ich gehe gleich noch darauf ein, über Serge Latouche, also auch die neue Degrowth-Bewegung herkommt, oder auch Blocher, der SVP-Chef, also rechts außen in der Schweiz, Milliardär selber, ja, aber treibt da rechte Politik voran, die sagen, naja, wir brauchen gar nicht mehr unbedingt wachsen, wir müssen vor allem unsere Heimat schützen, und die Schweiz ist eigentlich ganz niedlich und süß, wenn nur die Migranten nicht wären. Die sind unser Problem. Ja? Und das sind durchaus Positionen, die kapitalistisches Wachstum in Frage stellen. Das nennen die, glaube ich, eher dann nur Wachstum. Aber auch das ist eine Position, die sagt, aus ökologischen Gründen, aus Gründen von Heimat, muss unsere Ökonomie gar nicht unbedingt im Globalisierungsprozess verankert sein. Sagt ein Milliardär, ne, der reich wurde im Globalisierungsprozess. Aber das sind interessante Positionen. Und dann die sechste Position,
nicht jetzt vertiefen will, ist die Degrowth-Perspektive. Kallis macht ein paar Bemerkungen, auch da schließe ich mich an. Ist ja sehr schön, ich glaube im zweiten Text, wo er nochmal die Geschichte durchgeht. Ein Ausgangspunkt war natürlich die Krise des Fordismus, also das, was gesellschaftlich relevant war. Der Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums, war natürlich gar kein, ich sag mal, gesellschaftlich super relevanter Bericht, sondern der hat was ausgedrückt, das, was wir in den kritischen Sozialwissenschaften als Krise des Fordismus bezeichnen, eine gewisse Wachstumsschwäche und die beginnenden Ökologiebewegungen und andere Bewegungen, die gesagt haben, wir können nicht einfach nur versuchen, den Wachstumsmotor wieder anzuwerfen. André Gortz, ein französischer Intellektueller, hat den Begriff der Décroissance als erster geprägt, vor ja fast 50 Jahren jetzt. Und Nicolas Ceausescu-Rögen, einer der Begründer der ökologischen Ökonomik, Ecological Economics, hat das auch weiter kritisiert, dass eben diese Gleichsetzung von Wachstum und Entwicklung nicht weiter möglich ist. Also ich will nur darauf hinweisen, die Degrowth-Diskussion kommt nicht von 2008 folgende. Da hat sie wieder Fahrt gewonnen oder auch schon ab 2000 mit Serge Latouche. Sie hat ihre Ursprünge in den 70er Jahren. Und das ist eine interessante Analogie. Also 70er Jahre Krise des Fordismus und da gewinnt die Degrowth-Debatte so eine erste Kontur. Und dann vor allem ab 2008 die jetzige Bewegung natürlich ganz stark um die Krise 2008 mit Vorläufern Latouche 2002 und anderen. Ja, ich glaube, ich will es belassen, diese Konferenzen, jetzt eben 2008 gab es die erste in Paris, die internationalen Degrowth-Konferenzen und wir machen jetzt, es gibt ja auch dieses Jahr in Manchester, eine haben Sie vielleicht mitbekommen, aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen in Wien vor allem eine Konferenz machen mit einer strategischen Ausrichtung. Christoph Görke und ich waren an den letzten drei Konferenzen in Leipzig, Budapest und Malmö, also es ist alle zwei Jahre stattgefunden und in Budapest und Malmö wurde das immer akademischer. Das hat uns sehr gestört. Das war so eine Art, jetzt ist es hip, auch zu Degrowth zu forschen. Und wir haben jetzt gesagt, für Wien, wir wollen wieder mal fragen, was sind angemessene Degrowth-Strategien? Wie kann Gesellschaft wirklich verändert werden? Und dann in Manchester im September wird es eher das akademische Format geben. Meine ich gar nicht abwertend, aber manchmal gibt es ja Spannungen, ne, zwischen der Frage, wie kann da politisch-strategisch was diskutiert werden, mit hoher Analyse natürlich, oder wie wird eher was so ein bisschen akademisch eingebettet. Politisch relevant war, dass in der Occupy-Bewegung Indignados, also die Aufstände in Spanien, interessant wäre jetzt auch mal, wie sich, sind ja einige hier im Raum, die Fridays for Future, wie explizit sie sich auf Degrowth beziehen. Wissenschaftliche Disziplinen, Teildisziplinen, das haben Sie im Semester mitbekommen, ökologische Ökonomik, feministische Ökonomik und hier unser Schwerpunkt politische, soziale Ökologie. Und interessant, ich will dem selber jetzt mal nachgehen, im Februar, es gibt ganz starke Bezüge auf einen Philosophen, einen französischen Philosophen aus den 70er Jahren, Cornelius Castoriadis, sein Hauptwerk, wie heißt es, Gesellschaft als Institution, genau, als imaginäre Institution. Ich frage mich immer wieder, warum Castoriadis in Anschlag gebracht hat bei der Demokratiefrage. Ja, das ist also auch hier Viviane Assara an der WU und andere arbeiten damit. Aber die Grundidee von Castoriadis, dass Gesellschaft sich auch darüber stabilisiert, dass es Imaginaries gibt, dass es Vorstellungen gibt, institutionalisierte Vorstellungen, wie Gesellschaft, in Klammern Wachstumsgesellschaft, verfasst sein muss, die ist ein ganz interessanter Aspekt von Degrowth und der Aufruf von Latouche, auch die Vorstellungswelt, die Denkwelt, das Begehren nach Wachstum, das Begehren nach mehr, in Latouches Worten, zu dekolonisieren. Das war ein wichtiger Aspekt. So, zum Abschluss schon möchte ich zwei Perspektiven stark machen. Das hole ich jetzt aus den Kallis-Texten raus, aber das ist in vielen anderen Aufsätzen auch drin. Nämlich einerseits Degrowth als Kritik an den herrschenden Verhältnissen und dann Degrowth als Veränderungsperspektive. Und beides ist ja relativ deutlich. Ich habe jetzt nur ein bisschen systematisiert aus dem Text. Einerseits ist es eine starke Kritik an den Green Economy, Strategien, die Kallis als technisch und moralisierend, also die Konsumenten, die Konsumentin sonst richten, kritisiert. Der Hype um die erneuerbaren Energien, er sagt, was bringt uns die Umstellung von fossilen oder Atomenergie auf Erneuerbare, wenn der gleiche Laden so weiterläuft. Das ist gar nicht die grundlegende Umstellung, die wir eigentlich bräuchten. Auch da geht es weiterhin darum, wo werden die Profite gemacht. Es wachsen ja tendenziell beide Sektoren in vielen Ländern, gar nicht so sehr
es ist ja kein Nullsummenspiel, sondern in vielen Ländern wächst sowohl fossil wie auch erneuerbar. Und es ist eine Frage des kapitalistischen Profits, wo investiert wird, und das weist er zurück. Dann ist es ganz stark eine Kritik des Pragmatic Environmentalism, also wäre interessant, das Koalitionsprogramm in Österreich jetzt heute so zu lesen, zu sagen, wir können gar keine grundlegende Veränderung mehr machen, sondern wir müssen ganz pragmatisch schauen, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Da sagt Kallis, nein, eine gesellschaftliche Veränderung muss ja auch eine gerechte Veränderung sein und kann nicht nur in Anführungszeichen auf das Ökologische achten. Genau, und dann die Frage der falschen Alternativen, auch das hatten wir immer wieder. Also gegen Grow or Die und gegen eine ausschließliche Effizienzorientierung und die Degrowth-Debatte, nicht alle, aber Kallis macht das stark, es ist auch eine machtkritische Perspektive. Also wer profitiert am meisten von Degrowth? Ich finde das etwas unterschätzt, die Texte gelesen haben, werden das nachvollziehen können. Ich finde, es geht zu schnell immer um lokale Alternativen, aber Kallis problematisiert es zumindest. Ja, und dann vielleicht im Kern, deshalb habe ich es blau gesetzt, für Kallis immer wieder zitiert, Degrowth is an equitable downscaling of production and consumption that increases well-being and ecological conditions. Dieses Downscaling. Ja, die Frage ist, ist es um Schrumpfen? Ne? Bedeutet es Schrumpfen? Bedeutet es was anderes, nämlich ein anderes Wohlstandsmodell, was eben weniger Ressourcenverbrauch hat? Das sind ganz heiße Debatten innerhalb von Degrowth. Und dann die Frage, also Kritikperspektive, die Frage der Alternativen. Ich glaube, der Begriff kam zuerst von Joao Martínez Allier. Degrowth ist ein Missile-Konzept. Es ist eine Waffe. Die Waffe kann nicht vereinnahmt werden. Es ist so ein unattraktiver Begriff für herrschende Politik. Sustainable Development. Green Economy ist eh schon gegessen, aber Sustainable Development war ja am Anfang 92 durchaus kritisch gemeint. Ja? Aber es konnte unglaublich gut vereinnahmt werden. Das Argument von Kallis, Martínez Allier und anderen ist, dieser Begriff kann nicht vereinnahmt werden von herrschenden Kräften. Das meinen sie mit Missile-Konzept. Also es ist eine Waffe, es unterminiert was. Etwas positiv zu benennen über einen sehr unattraktiven Begriff. Das ist, finde ich, eine interessante Aussage. Und das Zweite ist, it's an activist-led science. Also es gibt enge Verbindungen. Kallis beschreibt sich ja, hat auch im EP, im Europaparlament gearbeitet, aber ganz viele, die in der Degrowth-Arbeit, in der Degrowth-Forschung aktiv sind, verstehen sich eben auch als Aktivisten, Aktivistin. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Also, das ist sozusagen eher so Herangehensweisen. Degrowth ist kein Masterplan, sondern es ist eher eine Perspektive. Ich gehe jetzt gar nicht auf die vielen Beispiele ein, die Kallis nennt. Simplicity, Conviviality, Sharing, Care, sagt er an einer Stelle, Care statt Expansion. Wenn man den Text durchgeht, hat man ganz viele Prinzipien und ganz viele Erfahrungen, alternative Erfahrungen, die bereits heute gemacht werden. Ja, das ist eher der untere Punkt, kommt mir jetzt beim Vortrag, weil ich das mit dem Downscaling gesagt habe. Ich habe bisher immer argumentiert, es geht nicht um Verzicht, sondern um Ersetzen, aber vielleicht müsste man den Downscaling-Begriff doch als Verzicht nehmen. Das wäre nochmal eine interessante Debatte, weil die Verzichtssemantik ist ja eine sehr negative, aber vielleicht muss man deutlicher sagen, Nico Pech kennt einige, der ja sagt, hier, wir müssen die Wahrheit sagen, wir müssen rein Wein einschenken, wir müssen über Verzicht sprechen. Wir können nicht so tun, als wenn wir dann nur irgendwie ein bisschen netter Wohlstand schaffen. Es geht wirklich darum, auch auf bestimmte Sachen zu verzichten. Ne? Ist ja eine ganz starke Spannung. Und dann geht es um den Aufbau eben von Alternativen, von einer alternativen Produktions- und Lebensweise. Und dann nochmal ganz wichtig, es ist keine Frage von Lebensstil. Die Lebensstilforschung legt ja so nahe, es gibt Wahlmöglichkeiten, welchen Geschmack habe ich bei bestimmter Kleidung, Wohnzimmer, Essen und so weiter. Da macht Kallis schon stark, und das ist auch akzeptiert, also Konsens in der Degrowth-Perspektive, es sind strukturelle Fragen. Es ist keine Frage von Lebensstiländerung, was ja auch ein wichtiger Bestandteil der Ökologiedebatte war. Auch hier, ich habe nur ein paar rausgeschrieben, nachhaltige Ernährungsmuster, Mobilitätsmuster, andere Formen von Arbeit, also nicht nur Erwerbsarbeit, sondern jenseits von Erwerbsarbeit, so kommt auf den Care-Begriff. Die Aufwertung sozialer Beziehungen, zwischenmenschlicher Beziehungen, das, was als Konvivialität bezeichnet wird und anderes, aber auch Konflikte, dass es darum geht, bei der Durchsetzung von Degrowth-Perspektiven gesellschaftliche Konflikte zu fangen. Und dann macht er, und das ist dann der Anschlusspunkt an den radikalen Reformismus, er macht die Unterscheidung, ich finde, er widerspricht sich ein bisschen in den Texten, können Sie selber nochmal dies gelesen haben,
nochmal kommentieren. Er fängt ja eigentlich an, Degrowth bedeutet reformorientiert, er nennt das Inside und eher antikapitalistische Perspektiven Outside, und beim antikapitalistischen ist er eher auf den lokalen Erfahrungen, also die New Spaces nennt er das, aber ich finde später in dem Text ist das Inside, das reformorientierte wird eher ein bisschen abgewertet oder gar nicht mehr thematisiert. Da können wir nachher in der Diskussion drauf eingehen. Und dann zum Schluss, und dann machen wir die Brücke zum radikalen Reformismus. Ich habe noch mehr Fragen, aber die drei will ich jetzt mal heute in die Diskussion bringen, weil sie nämlich die Verbindung ist zu dem zweiten Thema. Kallis thematisiert ja selber, ich glaube im dritten Text, Degrowth ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderungsperspektive. Es ist nicht nur Nische, es ist nicht, manche kennen vielleicht den Ansatz von Transition Management, Frank Rehls und andere, die sagen, from the bottom, von unten entstehen so langsam Lernprozesse und Alternativen und die müssen sich dann gesellschaftlich verallgemeinern. Und Kallis sagt, nein, natürlich, wenn es um Kräfteverhältnisse geht, wenn es um Kapitalismus geht, muss natürlich auch auf der Makroebene angesetzt werden. Und da sagt er aber selbstkritisch, da auf dieser Governance-Ebene ist Degrowth relativ schwach, relativ dünn. Das wäre so ein Punkt, den ich interessant fände zu diskutieren. Ein zweiter Punkt, dass aus meiner Sicht, genau, ich habe noch diese Nord-Süd-Kritik, aber die lasse ich heute mal draußen, also dass die Degrowth-Perspektive, ich nenne sie provinziell, europäisch-provinziell, weil sie andere Weltteile kaum mitdenkt, aber das lassen wir mal eingeklammert. Aber was sie auch unterschätzt, aus meiner Sicht, ist so den hegemonialen Charakter von Kapitalismus, den hegemonialen Charakter von Wachstumskonstellation. Es wird, wie ich ja anfangs gesagt habe, sehr stark davon ausgegangen, dass der Wachstumsimperativ, er nennt das ja auch den Degrowth Imperative, der kommt ans Ende. Und ich würde argumentieren, es ist viel spannungsgeladener in einer Gesellschaft wie Österreich, ja, 1 Milliarde Überschuss, Deutschland 13,5 Milliarden Haushaltsüberschuss, das hat natürlich etwas mit kapitalistisch wachsender Ökonomie zu tun. Ja. Und wie schreibt sich das in Alltag ein, wie schreibt sich das in politische Institutionen ein? Und ich finde dieses, also mit Gramsci, der Hegemoniebegriff, dieser hegemoniale Charakter wird etwas unterschätzt in der Degrowth-Debatte. Und das Dritte, nur ganz kurz, ist, die Degrowth-Debatte ist ambivalent gegenüber Technologien und gegenüber Staat. Und ich will es vor allem Staat festmachen, weil das ist ja jetzt der Einsatzpunkt von radikalem Reformismus. Die Degrowth-Debatte oder die Perspektiven, die Protagonisten, wie immer ich das jetzt nenne, wissen nicht so genau, soll dann der Staat doch regulieren, soll doch Vorgaben machen oder ist Staat Teil des Problems, der kapitalistische Staat, der die Konsummuster, die Produktionsmuster aufdrückt, das Kapital absichert, da ist es ein bisschen offen. Und Kallis spricht ja auch zum Beispiel kaum der Staat in dem Text, den Sie gelesen haben. Und das ist auch eine Kritik, finde ich, an der Degrowth-Debatte. Wer dazu forschen will, wenn Sie Masterarbeit schreiben wollen, sicherlich eines der interessantesten Themen, Degrowth and the State. Es gibt jetzt ein neues Manuskript, ich glaube bei Ecological Economics erschienen, windelweich, also das darf ich so sagen, ich war rüffig, aber deshalb kann ich das sagen, ja, ein ganz schwacher Text, ja, wo man merkt, die müssen jetzt auch irgendwie auf den Staat eingehen, aber es ist überhaupt gar nicht durchdacht. Also das Angebot an Sie, Masterarbeit, ran, das Verhältnis von Staat und Degrowth. Und damit übergebe ich an Christian. Ja, vielleicht auch noch Fragen. Ah ja, genau, da stellen Sie erstmal Fragen. Ja. Genau, das ist ein Begriff von Hermann Daly, das ist einer der Begründer auch der ökologischen Ökonomik, der argumentiert hat, wir müssen, also ökologische Ökonomik heißt ja, den Blick auf Ökonomie zu erweitern, dass das Materielle, die natürlichen Ressourcen nicht nur eine Kapitalklasse sind. In der Mainstream-Ökonomie ist die Natur Kapital, Naturkapital. Und das geht in die Kalkulation mikroökonomisch, makroökonomisch ein. Und die ökologische Ökonomik sagt, nein, wir müssen die Materialität selber viel, viel ernster nehmen, ins Zentrum stellen. Und wenn wir das machen, kann das Prinzip von Ökonomie nicht sein Expansion. Und Steady State bedeutet, natürlich muss es ökonomische Innovation geben, technologische Innovation, aber diese Innovationen können nicht im Profitprinzip und im Expansionsdrive organisiert werden. Das ist das Bild von Hermann Daly. Kritisiert wird er dafür von Mainstream-Ökonomen, teilweise auch aus der keynesianischen Richtung. Damit würde auch die Innovationskraft von Ökonomie verloren gehen. Das würde zurückweisen. Er sagt nur, die expansive Dynamik, die muss zurückgenommen werden, vor allem eben auch aus ökologischen Gründen. Ja, John Stuart Mill, also einer der Begründer der Klassik, hat gesagt, irgendwann wird diese expansive Phase ans Ende kommen, aber er hat natürlich sowas wie Fordismus oder das, was man in der Regulationstheorie die intensive Akkumulation nennt. Also dass sozusagen viele Bereiche selber nochmal kommodifiziert werden. Hat er nicht vorausgesehen und dann hat Mill gesagt,
die extensive Akkumulation, das ist jetzt ein Marx'scher Begriff, aber da kommt was ans Ende. Und dann müssen wir so ein Steady State schaffen. Ne? Hat das auch mit Ressourcen und mit anderen begründet. Ich würde sagen, ich bin jetzt ja kein Ökonom in dem Sinne, aber die Diskussion, die ich mitbekomme, ist, die Frage ist, wie man Steady State macht. Also wie wird Innovation gesehen? Wie wird die Mikroperspektive eingenommen? Weil der Kapitalismus als Gesellschaftsformation, der wächst makro. Wenn wir über Wachstum sprechen, sprechen wir über eine Makrokategorie, das BIP beispielsweise. Aber die Dynamik des Kapitalismus ist ja eine Mikrodynamik, nämlich die einzelnen Investoren oder auch die Gewerkschaften, die Beschäftigten, die wollen mehr. Und wie kann das gesteuert werden? Wie kann eine Mikrodynamik gesteuert werden, dass eine bestimmte Produktionsmenge nicht überschritten wird, beispielsweise? Ne? Ohne dass man jetzt an Planwirtschaft oder an zentralisierte Wirtschaft denkt. Da kommen wichtige Punkte rein, die, genau, ich rufe Sie mal einfach mit auf im Anschluss an die Fragen. Also es gibt einen sehr schönen Aufsatz von Beatriz Lavallos Rodriguez und anderen, die haben auch 2014 in Leipzig ein sehr schönes Panel organisiert. E-Jolt sagt Ihnen vielleicht was so, das ist eine Forschung in Barcelona zu Environmental Justice. Und die hat eine kleine Umfrage gemacht, hat gefragt, wie wirkt eigentlich der Degrowth-Begriff im globalen Süden? Oder Ashish Kothari aus Indien, der auch auf dem Podium war, Alberto Acosta aus Ecuador, und die sagen, das sind Semantiken, die hören sich bei uns total imperial an. Der Süden schreibt uns jetzt wieder vor, in den 80ern waren es Strukturanpassungsprogramme und jetzt sagen auch noch die Linken und die Bewegung im globalen Norden, jetzt machen wir ihn auf Degrowth. Es kommt gar nicht an. Kothari hat gesagt, wir brauchen eigene Konzepte aus den eigenen Auseinandersetzungen. Das wäre so eine Perspektive und das wirkt nicht. Und dem würde sich Kallis, glaube ich, anschließen. Ne? Meine Kritik ist eine andere, oder die mit Alberto Acosta ist, dass gedacht werden muss, wenn es hier um gesellschaftliche Veränderungsprozesse geht, was sind dann diese alternativen Ansätze in anderen Ländern? Da würden die noch mitgehen. Aber was sind auch die Implikationen für Veränderungen? Also wenn hier materiell, ich sag mal, runtergefahren wird, in der Produktion von Automobilen massiv runtergefahren wird, was heißt das für internationale Warenströme? Was heißt das, welche Kräfteverhältnisse müssen auch in den Ressourcenextraktionsländern verändert werden? Und das wird kaum mitgedacht. Das ist wie so, das ist halt der Weltmarkt. Das ist äußerlich. Ja? Aber die Produktions- und Lebensweise woanders muss ja auch verändert werden. Oder die chinesische Mittelklasse lebt ja nicht nur autonom als chinesische Mittelklasse aus den Ressourcen von China. Aber irgendwie müsste ja auch das chinesische Produktionsmodell, das staatskapitalistische, massiv umgebaut werden. Was bedeutet das? Und das ist, ich würde sagen, ein blinder Fleck in der Degrowth-Perspektive. Okay, dann gehen wir an das, das ist gar kein so zweites Thema, ergänzendes Thema. Ja, es ist vielleicht sogar auch nochmal deutlich zu machen, dass es wirklich jetzt nicht eine zweite strategische Alternative ist. Also ich kann das nicht. Es geht nicht darum, jetzt eine zweite strategische Alternative zu Degrowth, überhaupt zu diesem Konzept des Degrowth vorzustellen, sondern der Status ist insofern ein ganz anderer, weil es reduzierend im Paper, was wir da online gestellt haben, was wie gesagt noch in Arbeit ist, eher darum, eher eine Reflexionsfolie zu entwickeln, wie man bestimmte Strategien überhaupt diskutieren kann. Und insofern versucht das zwar schon auch bestimmte Probleme, so der Begriff des radikalen Reformismus, auch bestimmte Probleme schon so eine sage ich mal, eine Umgehensweise, eine konzeptionelle und vielleicht auch politische Umgehensweise zu entwickeln, aber nicht im Sinne eines starken Konzeptes, wie das jetzt vielleicht bei Degrowth der Fall ist, sondern es ist eher der Versuch, nochmal bestimmte Aporien, denen man sich gegenüber sieht, wenn man Strategien zu entwickeln versucht, mit diesen Aporien anders und besser umzugehen und damit auch bestimmte Dichotomien in unserem Denken vielleicht zu bewegen. Und das hat sehr stark was damit zu tun, was diese Begriffe radikal und reform oder reformistisch eigentlich bedeuten. Sie wissen wahrscheinlich, radikal ist an die Wurzeln gehen, also so heißt zunächst mal Ursachen noch angehen, Ursachen bekämpfen und damit natürlich auch Ursachen hier, was wir diskutiert haben, für die ökologische, aber auch für die sozialökologische Problemfelder. Und da kommen wir sehr schnell, wenn wir das durchdiskutieren, auf die Frage, welche Rolle spielt jetzt Kapitalismus, kapitalistische Vergesellschaftung, also diese gesellschaftlichen Strukturmuster, mit denen wir uns beschäftigen, wie stark sind die verantwortlich und wie stark müssen sie adressiert werden. Also das heißt, wie weit muss genau da auch angesetzt werden, wenn man wirklich Ursachenbekämpfung betreiben will. Und in Reform versucht eher, wie der Name sagt, eher Verbesserungen vorzunehmen, meistens ziemlich konkrete Verbesserungen, die jetzt nicht davon in erster Linie jetzt gesteuert sind oder nicht motiviert sind, dass man jetzt möglichst radikal geht, sondern dass man möglichst effizient oder möglichst schnell
auch konkrete Verbesserungen für bestimmte Problemlagen macht. Also so kann man sich ja mal so diese beiden Begrifflichkeiten klar machen und die normalerweise normalerweise in einem Spannungsverhältnis stehen und oft sogar in einem starken Gegensatz standen. Lange Zeit in einem starken Gegensatz standen, der auch ein bisschen der Ausgangspunkt war, dass man irgendwann über radikalen Reformismus nachgedacht hat, nämlich das waren die beiden Flügel der Arbeiterbewegung. Kennt man der reformorientierte Sozialdemokratie und der revolutionär orientierte kommunistische Partei meistens. Also eine Spaltung, die weit zurückgeht, im Grunde genommen bis vor dem Ersten Weltkrieg oder zumindest mal bis zum Ersten Weltkrieg, wo es dann auch zum offenen Bruch kam zwischen diesen beiden Strategien, die dann auch unterschiedliche Organisationen führten, hat eine, die sich dann letztlich auch in der sowjetischen Revolution durchsetzte, eine revolutionären Organisation in den kommunistischen Parteien und eine reformorientierte. Wenn man das so framet sozusagen, dann weiß man aber oft nicht mehr, was wirklich an Erwartungen dahinter stand. Also das geht so, oft heute im Detail unter. Am ehesten weiß man vielleicht noch, dass man glaubt, in einer Revolution macht man einen radikalen Bruch mit den bisherigen Formen der Vergesellschaftung. Man stürzt eine Regierung, man setzt eine neue, nicht nur Regierung, sondern auch eine neue Gesellschaftsform. Man versucht es quasi über eine möglichst grundlegende, manchmal auch sehr gewaltförmige Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erreichen. Also dann als Vorbild natürlich die russische Revolution, das ist etwas über 100 Jahren, die so das Bild, was aber nicht ganz stimmt, eigentlich eine Gesellschaftsformation oder eine Gesellschaftsform abgeschafft hat, die sowieso unheimlich krisenhaft war, also die dort in Russland existierende Spätfeudalismus, könnte man sagen, der war sowieso schon längst erschüttert und die russische Revolution hat ihn dann sozusagen überwunden und hat dann die Sowjetregierung eingesetzt. Das ist so ein bisschen das Grundmodell der Revolution. Eine Reform macht sich dagegen meistens daran fest, dass, wie gesagt, konkrete Veränderungen, konkrete Verbesserungen durchgeführt wurden. Das berühmteste Beispiel hier in Wien ist natürlich das Rote Wien. Das machte sich dann nach dem Ersten Weltkrieg daran fest, dass es eine unheimliche Wohnungsnot gab, zusammen mit einer großen sozialen Not auch und die Gemeindebauten und vieles, was da dran hing, war der Versuch, eine völlig andere und jetzt wirklich reformistische Strategie durchzuziehen, die auch ganz konkrete Verbesserungen mit sich brachte. Das können Sie sich noch anschauen. Ich glaube, die Ausstellung zum Roten Wiener ist, glaube ich, jetzt ausgelaufen. Aber wir liegen eine Zeit lang, aber Sie können sich das auch immer im Karl-Marx-Hof in der Ausstellung im Bastalon sich noch anschauen, was das Rote Wien mal bedeutet hat. Das will ich gar nicht so weit ausführen. Problem ist nur, eigentlich eine Grundlage dieser reformistischen Strategie stand da ganz klar die Erwartung im Hintergrund, mit solchen Reformen wird auch der Kapitalismus überwunden, aber nur in kleinen Schritten. Und zwar mehr oder weniger von selbst. Also der reformistische Teil der Arbeiterbewegung noch nicht mal so sehr der Aufbaumarxismus, der war ein bisschen anders, also die eigentliche Grundlage für diesen Gemeindebau, die war ein bisschen anders strukturiert, aber die deutsche Sozialdemokratie hatte ganz stark die Proponenten Bernstein, das ist nicht der Soziologe aus den USA, nein. Bernstein, der also ganz klar eine Theorie vertreten hat, dass der Sozialismus oder dass der Kapitalismus langsam in den Sozialismus hineinwächst, evolutionär, durch solche kleinen Reformen, dass man also gar keine Revolution machen muss, sondern dass die schrittweisen Verbesserung der Lebensverhältnisse mit Hilfe des parlamentarischen Systems dann letztlich zu einer Mehrheit erstmal der Sozialdemokratie, der Arbeiterklasse führte und damit so eine schrittweise Eroberung der Macht und damit auch des Sozialismus. Das war das Bild. Und das war gegenübergestellt einer mehr oder weniger gewaltsamen Übernahme der Macht durch die Revolution. Und wenn man das so betrachtet, dann kann man ganz eindeutig feststellen, und nicht erst seit heute, nicht erst seit dem 23. Jahrhundert, schon sehr viel früher, beide sind grandios gescheitert. Ich sage mal, die heute noch sich in sozialdemokratischen Parteien organisieren, wissen gar nicht mehr, dass das eigentlich eine Idee war, die so einem langsamen Hereinwachsen in Sozialismus dienen sollte, sondern die quasi das Ganze darauf reduziert, naja, man macht halt Sozialreformen. Aber das war nicht die wirkliche Idee. Die Idee war, dass man auch wirklich eine Problemlösung über diese schrittweisen Verbesserungen erreichen kann. Und das war mehr und mehr dann, also spätestens seit den Erfahrungen der Nachkriegszeit mit dem Fordismus, wurde das deutlich, dass manche Probleme zwar durchaus gelöst sind, also zum Beispiel
die sozialen Verhältnisse durch das Rote Linien vielfaches besser geworden ist als vorher, aber dadurch andere Probleme entstanden, der Zweite Weltkrieg und alles, also der Austrofaschismus damit überhaupt nicht quasi verhindert werden konnte. Also all die Probleme, die in Österreich schon in den 30er Jahren auftreten, die konnten mit dieser Form des Sozialreformismus überhaupt nicht begegnet werden. Also die standen nach wie vor im Raum. Das heißt also, auch diese Strategie, beide Strategien sind eigentlich mehr oder weniger grandios gescheitert, weil sie heute fast gar keiner mehr kennt, was ursprünglich mal dahinter stand. Und deswegen gibt es einige Leute, der schon von Willy Brandt erwähnte, André Gors zum Beispiel und viele andere, die schon so seit den frühen 80er, seit den 70er Jahren schon gesagt haben, wir müssen diese Dichotomie immer wieder, die immer wieder auftaucht, die müssen wir überwinden. Sie taucht auch heute noch auf. Also es gibt bei Ökomarxisten viele, die sagen, es bedarf eines revolutionären Übergangs zu einem sozialistischen und einem Ökosozialismus. Ja, wir müssen an die Wurzeln gehen und müssen das gesamte sozialistische System sozusagen überwinden. Die finden sich auch in den radikalen Theorien, zumindest mal des Ökomarxismus. Und andere sagen natürlich zu Recht, was hilft uns die Erwartung, dass mit einem Schritt sozusagen, ist es wirklich berechtigt, die Erwartung, dass mit einem Schritt alles anders wird. Wir müssen bestimmte Probleme, die sich heute im Klimawandel stellen, auch ganz konkret angehen. Also es gibt heute schon gravierende Folgen, wir haben das ja kennengelernt, gravierende Folgen des Klimawandels, die sich überhaupt nicht darum scheren, ob das eine sozialistische Regierung dem Problem sozusagen begegnen müsste, sondern die sehr konkret an den biophysischen Auswirkungen in vielen Teilen der Welt heute schon hängen. Und da muss man auch reformistisch, also man muss auf die konkreten sozialen Bedingungen eingehen und insofern reformistisch agieren. Also die Frage ist jetzt, wie kommt man über diese Dichotomie hinaus? Wie kann man das sozusagen abstellen, dass man immer entweder auf den großen Bruch hofft oder auf die ganz kleinen Veränderungen, wo das alles automatisch geht? Und das ging schon in die Richtung, die jetzt auch bei Dekos angestrebt wurde. Und das ist auch der Grund, warum uns beide Dekos jetzt sehr stark interessiert. Offensichtlich ist es ja, wenn man zumindest mal die strategische Dimension ansieht, aber auch die Kritik ansieht, ein sehr radikaler Einspruch gegen viele Dimensionen, wie der Kapitalismus sich auch stabilisiert. Und mir ging das gerade nochmal bei dem Verzicht durch den Kopf. Es ist ja eigentlich eher so, dass viele Probleme, zum Beispiel unseres Ressourcenverbrauchs, schon lange bekannt sind. Dass aber immer wieder gehofft wurde, wir können das im Prinzip alles über die sogenannte Effizienzschiene lösen. Also über Technologien, die uns immer größere Effizienz im Ressourcenumgang ermöglichen und insofern unsere Lebensweise eigentlich unangetastet lassen, nur halt aus dem Verbrennungsmotor einen E-Motor machen. Um mal das beste Beispiel zu bringen, oder halt die Instrumente, mit denen wir alltäglich umgehen, immer mehr von der Energietechnologie, von der Energieeffizienz her verbessern, sodass wir keinen wirklichen Wandel brauchen. Das ist also der Glaube an Effizienz. Und es war immer wieder nachgefragt worden, ja, stellt sich nicht auch die Frage der Suffizienz. Die Frage, brauchen wir das wirklich alles? Und das wurde heute zum Beispiel gerade als Verzicht. Man kann es aber ja anders fragen. Man kann fragen, brauche ich das, um glücklich zu sein? Also brauche ich, oder sagen wir es weniger ambitioniert, ist das, das haben wir ja mit dem Beispiel dann auch in der Studie, die Willy Brandt gerade erwähnt hat, gesehen, werde ich wirklich glücklicher, wenn ich mehr Produkte habe und damit auch die Nebenkosten sozusagen habe, die mit diesen Produkten verbunden sind, also höher Energieverbrauch, Materialverbrauch, Müllansammlung etc., pp., Emissionen und so weiter. Ne? Also die Fragen kann man ja auch anders stellen. Ne? Brauche ich für ein gutes Leben eigentlich die gleichen Dinge? Dann habe ich nicht in erster Linie die Frage des Verzichts drin, sondern Verzicht ist im Prinzip ja eine Rahmung dieses Problems, die eher auf die moralische Dimension geht. Und das ist auch das Problem bei Nico Pech. Und übrigens, ich habe jetzt vor kurzem noch einen Text gelesen, wo nachgewiesen wurde, dass gerade dieser Ansatz von Nico Pech auch sehr von den extremen Rechten übernommen wird, weil sie dort einen bestimmten rechten Zugang zu dieser Heimatperspektive nehmen. Also das ist sicherlich nicht seine Perspektive, aber er wird dafür sehr stark verwendet, also auch für den rechten Zugang zur Ökologie- und Klimadiskussion. So, also die Frage ist, wie kommt man über diese offensichtlich überhaupt nicht mehr zeitgemäße Dichotomie von radikalen revolutionären Ansätzen, die auf eine Überwindung des Kapitalismus zielen, versus reformorientierten Ansätzen, die aber vielleicht nicht genügend an die Ursache gehen, wie kommt man darüber hinaus?
Ein Vorschlag wäre, sich mal genauer anzugucken, und das kann man dann auch in der Tat zum Beispiel mit diesem Blackbox-Start machen, indem man sich mal vor Augen führt, dass es ja nicht um einzelne Reformbemühungen geht, sondern dass alle Reformen, die Sie auch anstreben würden, immer in Konflikt getrieben sind. Ja, also das können Sie ja heute schon beobachten. Also könnte das wirklich vielleicht sogar in dem neuen Regierungsprogramm machen. Es geht immer auch darum, Interessen zu berücksichtigen, Reformstrategien so zu formulieren, dass es starke Interessen nicht allzu sehr ärgert und damit auch konsensfähig wird und damit auch ein Stück weit auf Konflikte, mögliche Konflikte Rücksicht nimmt, sogar antizipiert vielleicht, wo die stärkeren Kräfteverhältnisse sind. Und eigentlich läuft also sozusagen, selbst wenn man es nicht will, alles über diese Konfliktdimension, dass das mehr oder weniger auch antizipiert wird, wie ein Konflikt laufen könnte, wenn ich das jetzt zum Beispiel als Verzicht habe. Ich bin gerade heute eingeladen worden zu einer Diskussion, einer öffentlichen Diskussion zum Thema Verzicht. Das ist ja heute ein bisschen das, wie soll man sagen, das, also eigentlich ein Unbegriff, der sozusagen figurieren soll, wer als eine grüne grundsätzliche Reform oder Transformation unserer Lebensbedingungen vorschwebt, der will uns einfach nur das Schnitzel wegnehmen. Also das ist eine Bedrohungssituation. Da wird eigentlich ein Bild an die Wand gemalt, das ja nicht unbedingt das Problem darstellt, sondern das Problem ist, wir müssen weniger Fleisch essen. Und das heißt nicht, und das ist so ein Punkt, wie wird es gerahmt? Und dahinter steht immer schon die Frage der Konflikte. Und da spielt eigentlich, glaube ich, die zentrale Erfahrung eine Rolle, die wir in den letzten Jahrzehnten machen konnten, nämlich man darf eins nicht unterschätzen, nämlich die Anpassungsfähigkeit der kapitalistischen Verhältnisse durch diese Konflikte hindurch. Wir glauben oft so, es ist nur gegen das Kapital oder gegen bestimmte Kapitalfraktionen, sondern es ist eher so, dass wir stabile Phasen gerade dadurch erreichen, dass bestimmte Kritik auch durchaus absorbiert wird. Es ist ja nicht so, dass Kritik einfach nur abprallt, sondern viele Kritik, viele auch teilweise grundsätzliche Kritik kann durchaus instrumentalisiert werden, im Guten wie im Schlechten. Also wir haben natürlich eine Veränderung beispielsweise in der Geschlechterpolitik, also Frauenpolitik und Geschlechterpolitik. Das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren enorm verändert. Das könnte ich Ihnen in vielen Punkten demonstrieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht instrumentalisiert werden kann, auch im Rahmen neuer Produktionsverhältnisse. Oder wenn wir ein anderes Beispiel. Vieles von dem, was jetzt hier von der Klimakursbewegung gefordert wird, also andere Formen des Arbeitens, selbstbestimmte Arbeiten, sich frei zu machen von kapitalistischen Verhältnissen, das gab es durchaus schon in den 80er Jahren. Es gab Alternativbewegungen, die in vielen Ländern, auch in Österreich, versucht haben, andere Arbeitsformen, andere Lebensformen zu entwickeln. Und plötzlich merkte man, das war sehr funktional in den 90er Jahren für neue Formen der Selbstständigkeit, neue Selbstständigkeit, ne? Die also keine Selbstständigkeit, sondern man wurde zum Subunternehmer, hatte plötzlich auch nicht eigentlich wirklich mehr Freizeit oder mehr selbstbestimmte Zeit, sondern konnte sich die nur einteilen, hatte aber einen unheimlich hohen sozusagen Druck quasi als Subunternehmer und musste sich vielleicht auch noch selbst versichern, bekam gar nicht mehr die Absicherung durch gewerkschaftliche Tarifverträge und hatte insofern eigentlich zu einer Modernisierung des Kapitalismus beigetragen, obwohl man eigentlich das am Anfang mal kritisch gemeint hat. Das ist eigentlich eine Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben. Radikale Bewegungen können durchaus mit ihrer Kritik, auch wenn sie an richtigen Punkten vielleicht sogar ansetzt, aufgegriffen werden, aber vielleicht dann auch gerade in dieser Art, wie sie aufgegriffen werden, funktionalisiert werden für eine neue Phase des Kapitalismus. Also wo dann andere, also bestimmte Standards vielleicht auch abgebaut werden, also Arbeitsrechte zum Beispiel, heute wieder mit Mühe wieder neu erkauft werden. Vielleicht sogar am Anfang durchaus positive Erfahrungen damit verbunden waren. Man hatte mehr Spielräume, man hatte nicht mehr dieses normale Arbeitsverhältnis, morgens mal hochgehen und so weiter. Das ist ja für viele heute gar nicht mehr die Hauptrealität, sondern die Realität ist eher der hohe Arbeitsdruck quasi und die Erwartung, dass man sich hochgradig mit seiner Arbeit identifiziert. Also solche Erwartungen, da hat sich also sehr viel verändert und das wurde teilweise auch durch die Kritik sozialer Bewegungen angestoßen. Wenn man das diese Erfahrung quasi aufgreift, dann bedeutet das jetzt eigentlich, und das wäre jetzt auch eine Frage, wie man das jetzt in der Arbeitsgruppe mal diskutiert, dass man lernt, beides, einerseits
sind Konflikte und auch ein Stück weit radikale Kritik in diesen Konflikten möglich und verändern auch ein Stück weit gesellschaftliche Wirklichkeit, aber andererseits kommt es zu Formen der Stabilisierung, die gar nicht unbedingt dementsprechend, was diese radikale Kritik eigentlich intendiert hat. Also man kann also da Funktionalitäten quasi ex post feststellen, die nicht dementsprechend, was man vorher intendiert hat. Und wie geht man damit um? Und jetzt die Frage eher an Sie jetzt vielleicht auch im Sinne von Wurmelrunden. Wie kann man, was meinen Sie der Recht ganz persönlich in Ihren Erfahrungen, was glauben Sie, wie kann man diese Pole des Radikalseins und es gleichzeitig auch konkret an Problemfeldern ansetzen, wie kann man das quasi auflösen? Wie könnte man damit umgehen? Wie würden Sie selbst sich damit auch verorten mit Ihren Erfahrungen? Was ist so für Sie diesem Spannungsverhältnis, würde ich es mal nennen, zwischen einer grundlegenden radikalen Veränderung, also Revolution im Sinne von, und der Frage der konkreten Veränderung? Was ist für Sie da das Wichtige, der wichtigere sozusagen Ansatzpunkt? Und ja, vielleicht passe ich mal bei dieser Frage. Ich würde es gerne ergänzen. Ja. Das wären die zwei Punkte, konkrete Veränderung. Ich sage jetzt, was auf diese Überlegung Naomi Klein sagen würde und Georgios Kallis, nur als sozusagen ein bisschen Teaser für ihre Arbeitsgruppen, dass wir da Zeit haben. Georgios Kallis würde sagen, nein, it's a missile. Degrowth, und zwar nicht nur als Konzept, sondern als Erfahrung, ist nicht integrierbar. Und jetzt wäre die Frage vor dem Hintergrund des radikalen Reformismus, ist es so? Oder müsste man Degrowth anders verstehen? Und mit Naomi Klein, manche kennen das Buch, This Changes Everything, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist, ihr Klimabuch, sie sagt, nein, die Klimakrise ist was so was Neues, die kann der Kapitalismus nicht lösen. Also das wäre sozusagen eine These gegen analytisch und auch politisch gegen radikalen Reformismus. Nehmen Sie das einfach mit in die Diskussion, in die Murmelgruppen und ja, 10 Minuten, Viertelstunde und dann kommen wir nochmal ins Plenum zurück. Ich will das nicht darauf beschränken, sondern nur ein bisschen nochmal als Anregung für die Diskussion. Wie lange machen wir? Bis 20 Uhr? Ja, bis 20 Uhr.